Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Und da kommt schon jemand direkt auf mich zu. In der letzten Folge haben wir versucht, dieses Gebiet hier zu erreichen und sind dann am Sumpfland vorbeigekommen, wo Ghule waren, die mich getötet haben. Und ich habe viel von denen getötet. Hör auf, mich zu folgen. Ja, ich mir gedacht. Ho, geil. Okay, komm Ich her. weiß nicht, wie ich dir für diese Rettungsaktion danken soll. What? Denkt immer dran, das alles ist nur wegen der Minutemen möglich. Das wissen wir. Deshalb haben wir auch entschieden, uns den Minutemen anzuschließen. Du kannst auf unsere Hilfe zählen, wenn du sie Oh, die brauchst. Siedlungen zu erobern werden immer einfacher. Oder habe ich für den schon mal erledigt? Ich weiß gar nicht mehr. Okay. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt noch so vor ein paar gesagt, hier, boah, wenn die mich jetzt zum Sumpfland hinschicken, wo ich letztens war, ne? Dann wäre irgendwie voll Hey, geil. zeig es mir. Was? Was jetzt? Nein! Eine Gruppe Ghule hat sich in der Nähe einer Siedlung eingenistet. Die Leute könnten unsere Hilfe brauchen. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen. Also sieh mal, was du tun kannst. Sanctuary Hills, willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist wahrscheinlich die bestverteidigste Siedlung von allen. Außerdem soll ich doch neue Siedlungen hier suchen, du Idiot. Was muss ich auch noch machen, ey, Junge. So, sorgen wir mal dafür, dass ihr nicht angegriffen werdet. Hast du irgendwas zu tun? Es sind nur zwei Leute. Pff. Ich kann das mit niemandem verbinden, dann habe ich das Gefühl. Nein. Was brauche ich hierfür? Geh mir aus dem Weg. Öl brauche ich. Ich werde wohl irgendwo was haben, was sich zu Öl verarbeiten lässt. Komm schon, wow, ihr habt ja gar nichts hier. Wow, ihr seid. Seid sowas von einem Eimer. Na gut. Die sieht irgendwie nicht lange stehen, habe ich so das Gefühl. Ja. Ich meine, wie viele Siedlungen wir schon haben. Hier fehlen noch ganz viele. Dunkelwasserbaustelle. Was? Spectacle Island. Muss ich von Grey, da muss ich auch so viel alles machen. Ja, Sanctuaries, ja, genau. Denen zu helfen bringt aber nichts. Er tut deren Zufriedenheit erhöhen und so, aber das bringt mir jetzt nicht, ich weiß nicht, neue Siedlungen ein. Das ist irgendwie Verschwendung. So, was ist hier noch? Irgendwie Schiffe bringt es irgendwie nicht so, habe ich so ein Gefühl. Ist ja gar nichts drin. Wäh. Wäh, wäh. Oder irgendwas in der Nähe, irgendwie nicht, ne? Ist auch voll der langweilige Ort hier. Okay. Sanctuary, was habt ihr denn für Probleme? Am besten wäre das ja, wenn das wieder Missionen sind, wo die sagen, ja, geht mal da hin, geht da hin. Und ich habe das schon erledigt. Das sind immer die besten Missionen. Scheint ja in letzter Zeit passieren zu oft zu passieren. Weil ich komme immer irgendwie in neue Siedlungen rein. Dann heißt das auf einmal, ja, danke, hast du uns geholfen. Also, ja, gern geschehen. Ja. Die von der Abernethy-Farm, die wollen irgendwie, dass ich hier Raider töte. Ein Gebiet, wo wir auf jeden Fall schon mal waren. Brauchen wir nicht. Oh ja, langweilt euch auch echt, ne? Sei lieber vorsichtig. Ich kann Sachen reparieren. Bei Leuten ist das aber schwieriger. Kann ich dich nach Also, Dingen weißt schicken? du. Ich bin im Kopf nochmal diese Unterhaltung durchgegangen, als ich dir mehr oder weniger sagte, dass du mein einziger Freund bist. Hat sich das verrückt angehört? Nein, ich habe mich sehr darüber gefreut. Du weißt einfach immer, was du sagen musst, nicht wahr? Es ist Ja. einfach nur lange her, dass ich jemanden wie dich hatte. Verdammt, vielleicht hatte ich das sogar noch nie. Ich wollte nur Danke sagen. Ich glaube nicht, dass man sich einen besseren Freund wünschen kann.
Mir geht es genauso. Es gibt niemanden, den ich lieber als Rückendeckung hätte. Und ich bin mich selbst. Da, solange du willst. Und danke. Ja, ich habe mich auch gerne als Freund. Dafür, dass du mir zugehört hast. Sollen wir los? So hörte sich das jetzt an. Was ist los? So. Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Kann ich dich nicht irgendwie nach Dings schicken? Versorgungsgüter wegen ihr. Wollen wir jetzt auch nach Red Rocket Raststätte. So. Geh! Warte mal, mit wem muss ich überhaupt sprechen? Ja, du bleibst hier, du hältst nie die Fresse. Hier ist meine geklaute Power Armor. Soll ich da vielleicht Fusionskern rein tun? Dann gehen die, glaube ich, selber daran. Bin froh, dich zu sehen. Wir brauchen hier wirklich Hilfe. Wann bist du denn hier der Anführer? Die Minutemen sind immer bereit zu helfen. Worum geht's? Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet. Und ein paar von ihnen werden noch mehr draußen rumlaufen. Ja, ich weiß. Ich bin dran. Ist so gut wie erledigt. Ich bin froh, wenn ich sie entdecke. Was? Wie ist das? Kam mir jetzt nicht bekannt vor, so auf den ersten Blick. Shipping Flot. Was? Ernsthaft? Ihr seid davon genervt? So, mich dahin direkt zu teleportieren war vielleicht nicht so eine gute Idee, aber was soll's. Ja, die Abanat-Farm, die ist damit ganz cool, ne? Aber Sanctuary hat damit Probleme, also. Gibt's doch nicht. Aber Preston, du sollst mir jetzt Missionen auch geben, wo ich neue Siedlungen bekomme und nicht, wo ich anderen helfen soll. Das wird so ewig weitergehen. Ich glaube, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. So, nochmal Gude. Nochmal jetzt ganz schnell. Ein Gude ist jetzt hier, ne? Oh, was ist das denn? Okay. Ja, dann haben wir auch schon mal geöffnet. Da sind wieder neue Sachen drin, geil. Oh, Guards-Munition, warte mal. Also ein Ghoul hier, ne? Ein Ghoul, ehrlich? Oh. Zwei Ghoule. Die wollten wahrscheinlich eine Revolution hier starten. Gegen die Siedlungen. Revolution. Okay, ich bin fertig. War voll schwer, gib mir dafür viel Geld. Boah. Aber der gehört ja nicht zur Mission, da war ja nur der eine, ne? Das hat ja ein Tod, ey. Boah. Das ist dieser Fehler schon wieder hier im Spiel. Okay. Ja, so viel dazu. Das ist ja der eine Part, den ich Speedrun-Siedlungen genannt habe. Nix gegen das hier. Seien jetzt Strongs Anführer. Okay. Gut zu wissen. Habe ich noch nie gehört, dass er gesagt hat. Deswegen dachte ich, da wäre jetzt ein Gespräch oder so. Da seid ihr alle zufrieden. 68, warum? Ihr habt alles. Ja. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Ja, alle beide. Wirklich? Es sind großartige Neuigkeiten. Ich weiß nicht, wie ihr da eine Bedrohung drin gesehen habt, aber okay. Ja. Hey! Was brauchst du? Was jetzt? Ich habe gehört, dass eine weitere Siedlung in Schwierigkeiten steckt. Sie sind hier. Ich hoffe, du kannst ihnen helfen. What? Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie sich wieder auf die Minutemen verlassen können. Sie sind hier. What? Was sollte dieses Sie sind hier? Ich glaube, da sollten wir aber nochmal hingehen, weil ich weiß noch ganz genau, dass als ich mich
Ja, dahin. Das, als ich das erste Mal hier im staatlichen Vorratslager war, das weil ich so am Ende des Parts oder so war, und da bin ich wirklich Speedrun-mäßig durchgegangen und habe eigentlich nur so zwei, drei Leute und so getötet, und da bin ich direkt rausgegangen, das weiß ich noch genau. Also umgeschaut habe ich mich an dem Ort noch nicht, deswegen können wir das mal machen. Und sah ein bisschen besser umschauen. Das war, glaube ich, so nachdem wir. Boah. War da irgendwas mit Red oder so, ne? Diese Raider, die so einen Namen hatten und so. Die hatten da unten versteckt. Dann sind wir da rausgekommen am Vorratslager. Und das habe ich nicht so gut erkundet. Weil es einfach so. Weil die haben. Was? Die scheinen wieder da zu sein, oder? Oh, meine Munition, Was ne? zum Teufel war das? Nix, nix, nix. Sei ruhig, Mann, verdammt. So. Jetzt geht's los. Boah. Ja, zeig mir deine Phrase. Oh. So, erstmal wieder 50 Action, ne? Jeder Schuss muss sitzen. Oh, sehr gut. Oh, Preston scheint auch viel zu treffen. Da ist zum Beispiel noch ein Fusionskern, den haben wir keine Zeit, den zu plündern, weil wir so schnell rausgegangen sind. Vor 100 Parts oder irgendwie sowas könnte sogar hinkommen. Aber wenn ich das ausmache, sind dann die Scheinwerfer aus. Sollte das Ding echt nicht so ungeschützt hier lassen. Noch so ein Irrer hier so vorbeikommen und dann einfach Ich wusste kaputt es. machen. Was? Ey. Was zum? Jetzt irgendwie so im Kopf, dass ich einen Nahkampf erwarte. Am besten, du kannst mir da ein bisschen Zeug hier schleppen, habe ich das Gefühl. Naja, mal auf den Kutschen-Dinger. Nein, die hält sich hoch. Ja. So, T51. Ja, das Ding habe ich gerade angeschossen und es macht jetzt hier noch mit so wenig HP Stress, ne? Also während des Kampfes Sachen von Hey. mir nehmen. Ja. Wow, ist drei Stimpaks. Wo hast du die denn, ja? Jetzt mal sofort an mich abtreten. Gepasst. Ja, danke, dass du mir Müll trägst. Hier hast du die wahrscheinlich eingesammelt, oder? Nee, also nicht drei Stimpaks bei sich gehabt. Wo ist Stimpak 62, ja? T51 Power Armors, ne? Davon habe ich schon so viele komplett. Ich hab von jeder Power-Rüstung jetzt irgendwann eine Lackierung, habe ich das Gefühl. Oh nein, nicht die Pistole. Hey! Wo? Wo? Wo ist der Scheinwerfer gewesen? Okay. Gute Sichtlinien, viel Deckung. Einfach so. Records, nein. Crowbar, nein. Mr. Anderson? Anderson. Mr. Freeman. Geschafft. Deaktivieren. Hast du Und was jetzt Nützliches natürlich gefunden? voll, der schon angeschossen Ich glaube, wurde die von haben hier dem. drüben was. Eröffne das Feuer. Da muss ich jetzt echt von mal da rein. Ja, drin war ich ja schon. Ich bin mal hier draußen erkunden. Hier draußen habe ich dich schon gesehen. Was? Wer wirft denn hier mit Pistolen auf mich?
das geht. Sondern normaler. Oh, du sollst das Ding lösen. Wie komme ich da rein? So. Sah jetzt auch, als wäre das hier wieder so eine Tür. Wo man normalerweise nicht rauskommt, reingeben kann. Ja. Und jetzt kann ich schön Munition wieder bekommen. Weil ich irgendwie nötig habe. In letzter Zeit. So, falls mich jetzt hier irgendwas wieder in letzter Minute ertötet, ne? Speichere ich lieber. So, hier rein. Also manchmal kriege ich Erfahrungspunkte, manchmal nicht, habe ich das Gefühl. Wenn ich mich nicht beteilige. Macht er so ein komisches Geräusch. So, okay. Da rein muss ich. Da war ich. War ich schon überall. Da war ich glaube ich noch nicht. Red X. So, machen wir die da drin so schnell wie möglich fertig. Blöd ist, warum habe ich immer zwei von den Missionen? Ich nur eine etwa ja gut, aber ich habe immer zwei davon. Die hocken die ganze Zeit in meiner Questliste rum. Das geht mir auf den Nerven. Ich hätte lieber immer so Quests abgehakt und nicht dauernd in meiner Questliste. Stört mich immer so ein bisschen, wenn so weit Spiele machen. Was? Ich laufe nur mit ein paar Dosen hier rum. Raider, abschauen. Okay. Ich ging so einen schon mal gekämpft. Was? Was war das? Was war denn mit ihm los? Warte mal. Ach, Einschlag explodieren, okay. Stimmt. Ja, da wäre ja eine, was irgendwie Abwehr durchbrechen kann. Glaube ich auch so ein. Ich schieße auf den Schütze und er so. Und so melodramatisch. Geil. Oh, 10mm bis Munition. Da kann ich meinen Erlöser dabei, fällt mir auf. Verdammt. Dann kann ich nicht mehr so schnell meine Dings auffüllen, meine kritischen Treffer. Endstation! Ich hab was gehört. Wo ist euer Anführer? Bringt ihn mir. Und Stealth, der war letztens auch schon hier. Muss ich echt resetten. Okay. Geil. Boah, nicht nochmal alles erkunden. Aua. Du bist nichts. Nichts. Verdammt. Bin ich so schwer? War doch einer mehr geduckt, oder? Du bist sowas von tot. Warum stirbst du nicht endlich? Ma. Eine Patrone. Geil. Gratis Erfahrungspunkte. So was könnte ich locker offscreen machen. Ist ganz ehrlich. Aber allein wegen den einen Moment vorhin. Nicht gut, dass ich das aufgenommen habe. Was hat denn hier? So. Und da ist ein neues Ausrüstungsteil, das ich noch nie gesehen habe. Und da ist eine Falle, stimmt. Mein Gott, ihr habt alles nochmal neu hier
beim Alten gelassen. Warte mal. Er sollte diese Falle auslösen. Normalerweise irgendwie Granaten. Oh, hey. Wir sind bestimmt noch auf dem gleichen Level wie damals. Natürlich nicht so schnell weghauen. Ich habe auf jeden Fall noch überleben als Schwierigkeitsgrad. Ich kann nicht sehen. Okay. Das schaffen wir ja noch in dem Part, auch wenn das hier nichts Neues ist. Hey, na? Guck nicht so doof. Oh, du warst halt echt drauf. Wo ist er? Bist du? Kommst du denn her? Oh, geil. Experte. Boah. Jedes Mal. Wow. Geschafft. Man findet nicht mehr viele von diesen Dingern. Irgendwie schon. Weil du bist ja nicht oft dabei, also kann ich verstehen. Die hat ein bisschen fremd ist. So, wo ist denn der Typ hier? Was zum? Oh! Oh. Was? Normalerweise hat mein Angriff abgeblockt. Ich krieg die Krise. Was? Boink! Wo ihr denn? Ich bin so klug für dich, ne? Blöder Roboter. Maschine. Damit ist wieder bewiesen, der Mensch ist die bessere Maschine. Ja, genau. Hey. Oh, nicht gut. Au. Mensch, bessere Maschine. Ist ja nur ein Plünderer, boah. Schau nicht mal legendäre, lohnt sich ja gar nicht hier. Du denn? So eine Powerfaust oder was? Warum hast du so was Elektrisches? Und wie der aussieht. Ja, voll krass aus der Typ. Voll ein epischer Schnurrbart. Ein Schnurrbart-Typ. Das war's mit dich. Oh, Coca-Cola. Und jetzt sind immer noch die ganzen Notizen. Die Notizen, die habe ich alle noch. Mein Dings hier, mein Lager. Gibt's noch nicht. Ja, knack ich jetzt nicht nochmal. Bin jetzt heraus, gebe die Mission ab. Und direkt die nächste Mission ab. Dann frage ich mich auch jetzt, wenn man irgendwie Power Armors irgendwie bekommen kann an einigen Orten, wenn ich dann zu den Orten nach, weiß nicht, 50 Stunden oder so Ingame Tagen irgendwann zurückkomme, sind dann die Power Armors auch respawned. Das wäre ja voll überpowered. Wird mir zwar nichts bringen, da ich sowieso noch eine tragen kann, aber trotzdem, wir sollen eine Galerie aufbauen von Power Armors. Ich hab schon, meine nicht. 2, ich habe 6, dann habe ich in einen, habe ich 2 direkt. So 7 oder 8 Power Armors, eine ist in der Power Station. Mal schauen. So, ist jetzt nicht. Hey, die war vorher, glaube ich, nicht abgeschlossen. Ja, für wen war das her? Aber eine nette Farm, ja. Leute, die irgendwie dauerhaft Probleme haben. Gut. In letzter Zeit irgendwie gar keine Bedrohung oder so begegnet. Unser Leben war schon lange nicht mehr in Gefahr, außer bei diesen Ghoulen, aber da
War aber irgendwie nicht in Gefahr. Ich habe nur irgendwie unterschätzt, wie viel AP ich noch hatte und wie viel die abziehen. Habe ich so ein Gefühl. Und jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, ne? Wow, wer seid ihr denn? Ihr seid Versorger, ne? Ja. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guckst du. Oh mein Gott! Da wird alles von Robotern betrieben. Alter. Wieso sind die Versorgungsleute alle immer auf einem Platz, ne? Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Das wird dir nervt irgendwie, dass ich. Nervt so richtig, dass ihr andauernd. Ihr braucht gar nicht so viel Schutz, merke ich gerade. Also wie ich das herausgefunden habe, boah. Du, weiß ich nicht, machst Essen. Nehm ich an. Weil man braucht nur so viel Schutz, wie man Wasser und Essen braucht. Man braucht nämlich nur so viel Schutz, wie man Essen und Wasser. Also wir haben 12 Essen und 3 Wasser, also brauchen wir 15 Schutz nur. Also die haben viel zu viel Schutz, als sie eigentlich nötig haben. Weil man doch schon. Bin ich gut, dass die das jetzt eingefügt haben, dass da nicht steht. Dass da jetzt steht, für was die verantwortlich sind oder so. So, du musst jetzt. Eigentlich drei Conny Dinge, ist manchmal etwas harsch, aber das ist nichts Persönliches. Sie ist manchmal etwas harsch. Ist einfach ihre Art. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Ja, gern geschehen. Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Yay. Preston. Ja. Aufgepasst. Okay. Was jetzt? Eine Gruppe Ghule hat sich in der Nähe einer Siedlung eingenistet. Die Leute könnten unsere Hilfe brauchen. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können mir verdammt nochmal neue Siedlungen hier geben. Also, sieh mal, was du tun kannst. Was? Boah. Da gehe ich jetzt hin. Hoffentlich sind die auch schon erledigt. Wenn die jetzt schon wieder mich zum gleichen Ort hinschicken, dann macht das Spiel auch manchmal. Dann weiß ich auch nicht. War ich schon mal jemals da drin, ne? Ich glaube ja, ne? Wow, was zum Teufel war das? Ist das Spiel voll stehen? Hallo, was haben wir denn hier noch? Ja, einfach so ein Tresor, so ein offener mit Stimpaks und Muni. Einfach so herum. Der tut auch immer wieder respawnen, habe ich das Gefühl. Den habe ich ja irgendwann mal in mein Haus hier reingeballert, als er noch nicht gigantisch war. So viele Menschen, nicht viele Supermutanten. Boah, ist er da. Jetzt geht er mal als Koch irgendwie durch. Jetzt geht er doch immer in die Laborstation. Na, wer von euch will schon wieder reden? Entschuldigung. Ja alles ziemlich gut. Ich bin froh, dich zu sehen. Wir brauchen hier wirklich Hilfe. Klar, sag mir einfach, was los ist. Eine Gruppe wilder Ghule hat sich ja, noch mehr draußen rumlaufen. Ich bin dran. Ist so gut wie erledigt. Bedford Station. War ich da schon? Ja. Vor allem, ich krieg, glaube ich, nur nicht mal Zufriedenheit, wenn ich das alles mache, ne? Ja. Die Klappe. Du machst ja gar nichts, wie. Du musst ja arbeiten, glaube ich. Weiß ich nicht. Kann ich denn sagen, der soll ja reingehen? Nö, okay. Ja, okay, jetzt keine Dings, glaube ich. Okay. Ja, ich habe ja jetzt ein paar Siedler hingeschickt, ne? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Betten 12, Pulse 10, okay. Dann beende ich den Part hier. Weiß ich nicht. Wird jetzt zu langweilig. Weil ich alles machen muss. Wir werden einfach random durchs Ödland rumrennen in der nächsten Folge oder was weiß ich, was wir machen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.